nö. Oh nö, oh nö, oh nö, oh nö, oh nö, oh nö, oh nö. Was ein Dreck. Die Blasen zerstören, bevor die schlüpfen, können wir nicht. Hier können wir dran vorbei. Vorbeirennen. Das sind zu viele. What the fuck? Aha. Nein, hier kommen noch mehr. Wir können sie nicht alle besiegen. Scheiße. Nein, 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 nein. Wir müssen abhauen, wir können sie nicht alle. Was, wo sind wir? Wo müssen wir hin? Ach, scheiße, riesige Augen. Okay, kommen sie nicht nach. Ich bin einfach erstmal durchgerannt. Und hier jetzt auch. Große Güte. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Übers Wasser können wir nicht. Schloss Hecken. Okay, darüber müssen wir. Ach du Scheiße, diese riesigen Augen. Nein, 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 weg, 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 weg. Verdammt. Waren zu viele. Ich wurde gefressen. Aber irgendwie müssen wir auf die andere Seite noch kommen. Dann müssen wir hier durch die Mitte. Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Nein, 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 verdammt. Ich kann uns mit dem niederen Licht ein bisschen vorbereiten. Wird wahrscheinlich noch ein Sade Cold Stone. Ein paar können wir so durch loswerden. Aber nicht alle. Verdammt. Wie soll denn das was werden? Strahle jetzt auch nicht lange aus. Hier noch mehr von denen. Okay, einige haben wir. Los, sind wir losgeworden. Jetzt hier. Session.
danke. Das ist noch ein Zeit im Leben, Hetzel. Oha. Was bist du denn bitte? Endboss oder was? Der Riesenzug. Ein großer, riesiger Zug. Nein, B12. Nicht B12. Oha, wir müssen rennen. Das Licht funktioniert jetzt nicht mehr, wir können nicht mehr. Und wir müssen uns so losreißen. Verdammt. Wir waren zu langsam, es waren zu viele. Jetzt. Warum sind wir so langsam? Hier hoch. Bisher bin ich gut entkommen. Gehen wir hier lang. Oh, Kacke. Das instant rot wird. Oh, oh. Schnell rein hier. Wow. Second try. Jetzt sind wir in Sicherheit. Na komm. Steh wieder auf, Drohne. B12. Es war dunkel. Ich war alleine. Es fühlte sich an, als wäre ich wieder im Netz. Du hast mich gerettet. Danke, mein Freund. Ein zu hoher Stromverbrauch war hart für meinen Prozessorkern. Der Flugzeug ist jetzt völlig zerstört. Wir müssen vorsichtig sein. Na, sehr toll. Und aber gute Nachrichten. So müssen wir ohne Licht auskommen. Müssen wir den vorbeirennen. Ich hoffe, hier sind nicht mehr so viele. Oh, wen haben wir denn da? Weil war da die? Ein Reisender aus der Kanalisation. Wir haben schon Ewigkeiten keinen von euch gesehen. Bist du derjenige, der uns vorhin kontaktiert hat? Der kleine Außenwettler? Spaltasar, der Außenwettler, hat dich schon erwartet. Er mentiert dort hoch oben im Dorf. Ein weiteres Dorf. Okay. Das wird immer fantastischer. Ameisendorf. Okay. Ameisen sind jetzt nicht gerade meine Lieblingstiere. Diese Maschine, der Wissenschaftler, dem ich geholfen habe, hat so ein Gerät benutzt. Er war krank. Das war seine letzte Hoffnung. Er ist in die Maschine gegangen. Reden kann ich auch nicht mehr. Aber ich war nicht bei ihm. Er war allein. Was hatte er davon? Was hat er vor? Er lud sich selbst in den Computer hoch. Und dann war alles anders.
und beim Hochladen ging etwas schief. Er saß für hunderte von Jahren fest, bis eine kleine Katze auftauchte. War es. Es war. Ich war es. Ich war der Wissenschaftler. Ich war ein Mensch. Ich brauche einen Moment. Eine der Hauptänderungen. Okay. B12 ist also ein Mensch. Hoppla. Katze im Dorf. Wen haben wir denn hier? Es tut mir leid, ich brauche einen Moment. Mir ist gerade nicht nach Reden zumute. Okay, können wir mit denen nicht. Na, schade. Ja, wir können andere Sachen machen. Seppi. Katastrophe. Ich habe versucht, mit denen zu spielen. Was habe ich noch alles vergessen? Ich muss Eltern und Freunde gehabt haben. Was ist mit ihnen allen passiert? Ich wollte die Stadt öffnen. Was gibt es überhaupt noch? Gibt es überhaupt noch jemanden, den ich retten kann? Fragen über Fragen. Was spielt ihr da? Muss das näher angucken. Hier ist die Zoom-Funktion. Okay. Konnte ich jetzt nicht wirklich entziffern, was drauf stand und den Stein. Okay, reden können wir nach wie vor mal noch nicht. Und die City hier müssen erkunden. Mit den Reden können wir später. Hoffentlich. Ohne Schaukel. Ein kleiner Moment der Ruhe. Die Zeit muss sein. Jetzt haben mich die Dosen zu sehr getriggert. Gucken wir da irgendwie hoch. Ach, schade. Aha. Eine hübsche Aussicht. Von da drüben kam er her. Ja.
geht's hoch. Pinken machen wir noch nicht. Die Leiter benutze ich aber nicht. Oha. Was ist das? Hey, weißt du nicht, dass man seinen Nächsten nicht bei seiner transzendalen Meditation stören sollte? Ach, du bist es. Du warst bei Momo, als wir vorhin den Anruf erhielten. Ich freue mich, dich endlich kennenzulernen, kleiner Außenwäldler. Du kennst Momo und Doc. Also bist du bereits mit uns Außenwäldlern vertraut. Ich vermisse sie. Die Erinnerung an sie bringt mir Frieden. Momo ist in den Slums geblieben. Ich habe gehört, du hast geholfen, Doc zu finden und Clementine. Aber Momo ist mitgekommen. Er ist in der Kanalisation stecken geblieben. Sie ist jetzt im Stadtzentrum. Wenn du immer noch die Außenwelt sehen willst, ist sie diejenige, die dich dorthin bringen kann. Scheinbar hat sie einen Plan, wie sie die Stadt verlassen kann. Hier für dich. Ich habe ihre Adresse auf die Rückseite dieses Bildes geschrieben. Rangi Stadthalter. Das Stadtzentrum zu erreichen, klettere unser kleines Dorf hinauf. Das sollte für ein geschicktes Kerlchen wie dich ganz einfach sein. Wenn du es schaffst, die Außenwelt zu erreichen, bist du der allererste. Ich würde dir Glück wünschen, aber das brauchst du nicht. Ich glaube an dich. Herzlichen Dank auch. Es tut mir leid, dass ich vorhin abgeschaltet habe. Ich bin ein Mensch, wahrscheinlich der Letzte auf der Welt. Und jetzt sehe ich dir an, was von mir übrig geblieben ist. So vieles ist mir wieder eingefallen. Wie vieles habe ich vergessen. Wenn wir Clementine finden, können wir vielleicht meine Erinnerungen wiederherstellen und dich gleichzeitig nach Hause bringen. Wir können zurück nach unten gehen und die Gefährten befragen. Oder weiter ins Stadtzentrum. Okay, jetzt können wir mit denen reden, hoffentlich. Dieses Essen ist wirklich grässlich, aber etwas anderes gibt's hier nicht. Wenn ich weiter diesen Müll in mich hineinfresse, muss ich mir das Frontgehäuse abschrauben. Okay. Vielleicht sollte ich meinen eigenen Laden aufmachen. Den schlimmer kann es wirklich nicht mehr werden. Ein GPU Flatrate S-Buffet. Stell dir das mal vor. Ich könnte das Zeug immer und ewig essen. Ja. Man nennt mich Blechkoch. Denn ich habe auch das Upcycling von Überresten spezialisiert. Das heutige Angebot ist Ramen J45 mit meiner Geheimzutat. Okay, kann ich was haben? Brett zu kratzen. So muss das. Hier gibt es nichts für uns. Schade. Du sollst Clementine suchen. Ich hoffe, hier ist nichts passiert. Klettere unser Dorf hinauf und finde einen Weg ins Stadtzentrum. Meine alten Freunde, ich vermisse sie die ganze Zeit. Kriegst nicht die Adresse auf der Rückseite des Bildes. Oh.
Das ist ein Bild von Clementine und Balthasar. Er hat uns gesagt, wir sollen sie finden. Sie gehört auch zu den Außenweltlern. Die Rückseite der Bilder sind auch eine Reihe von Symbolen abgebildet. Okay. Okay. Hinauf sollen wir klettern, hat er gesagt. Hinauf. Das ist ja einmal genau falsch. Moment, wir sollen hoch in die Kuppel. Weg nach oben bahnen. Warte, wir gehen natürlich noch mal runter, bevor wir hochgehen. Weil jetzt können wir endlich mit den Leuten reden. Das konnten wir vorher nicht. Jetzt müssen wir natürlich hier noch mal nachholen. Die Schaukel hatten wir schon. Uns mit den ganzen Leuten hier treffen. Kundelig. Oh, Hallöchen. Es ist schon lange her, dass wir Besuch hatten. Naja, außer dieser verdammten Zugs natürlich. Stell dir vor, wir könnten uns ihrer Kraft zunutze machen. Sie in einem Rad oder so laufen lassen. Was für ein verschwendetes Potenzial. Und du da oben? Blätter brauche ich jetzt keine mehr zu suchen. Wenn ich groß bin, möchte ich so berühmt sein wie Tante Clementine. Ich hätte auch gerne alles erforscht wie sie. Aber die Erwachsenen haben uns verboten, das Ameisendorf zu verlassen. Auch diese fiesen Erwachsenen immer. Das gibt's doch nicht. So. Weiter hier. Weitere Persönchen hier. Hallöchen. Elektrozorgs überall. Du schläfst tief und fest. Okay. Hier können wir kratzen. Endlich dürfen wir mal ein Sofa zu kratzen. Miau. Und wir bisher übrigens gar nicht. Die nochmal auf den Tisch springen. So muss das. Die böse Katze. Böse Katze. Will doch nur mitspielen. Wusstest du, dass es mehr als 900 Schattierungen von weißer Farbe gibt? Sag's niemandem, aber ich kreiere gerade meinen eigenen Farbton. Ich nenne ihn Müllbraun. Sagt er nicht weiß? Okay, die Eimer können wir dort oben nicht umschubsen. Da kommen wir nicht hoch. Hier unten noch Leute. Nee, da ist nur Wasser. Mit dem Typen am Eingang haben wir geredet. Ah, die beiden hier. May ist in ihrer dekonstruktivistischen Phase, wie sie sagt. Ich bin sicher, dass sie eine große Künstlerin werden wird. Wenn sie nur woanders üben könnte. Ich liebe den Geruch von frischer Farbe. Erinnert mich an... Warte mal. Ich kann nichts riechen. Wie schade. Oh nein. Sie ist traurig, weil sie nicht riechen kann. Jetzt ist sie wieder fröhlich. Kratz, kratz. Statistisch gesehen hätte ich mindestens 8 Mal gewinnen müssen. Können wir mit dir noch reden? 9536 Spiele zu 6 gewonnen. Sag niemandem, dass ich tatsächlich gut darauf programmiert bin, bei diesem Spiel zu gewinnen. Aber 6 Mal hast du verloren.
Sorry, ich bin eine Katze. Ich kann da nichts für. Das ist ein innerer Trieb. Oh, eine Erinnerung. Diese Sprache, die Robotergefährten haben sie von Grund auf neu erfunden. Wie beeindruckend. Ich erinnere mich, dass das passiert ist, als ich im Netzwerk war. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber mit einem Mal wurde die gesamte Kommunikation auf diese Symbole umgestellt. Ich saß in einem Computer fest und war lange Zeit allein. Also übersetzte ich jedes Symbol und jedes Wort eins nach dem anderen, bis ich alles verstehen konnte. Jetzt, wo ich draußen bin und ihre Sprache kenne, bin ich ganz neugierig, darauf zu hören, was sie alles zu sagen haben. Oh, da haben wir noch irgendwo eine Änderung vergessen. Übersehen. Wir haben hier mehrere Änderungen übersehen. Alle Änderungen werden wir jetzt nicht kriegen. Ach, hier ist wieder er. Oder sie. Das ist Balthasar. Ja, ein R. Man weiß es nicht. Man kann es vermuten. Der Name ist männlich. Und wie das bei Robotern mit Geschlechtern ist, das ist sowieso nur so eine Sache. Weiß nicht, ob die überhaupt eins haben. Roboter und Geschlechter. Naja. Ich glaube, das muss man nicht so eng nehmen. Ja. Weiter geht's hier nicht. Ich sag, wir sollen nach oben kommen. So, vielleicht können wir hier hoch. Yep. So können wir hoch. Hallöchen. Manu. Hallo, Kleines. Wie geht's dir? Wusstest du, dass Tante Clementine uns beigebracht hat, wie man besondere Pflanzen züchtet, die ohne Sonnenlicht leben können? Ich habe eine riesige Sammlung davon. Müssen Sie sehen, es fehlen allerdings noch ein paar Farben. Mir fehlt eine gelbe Pflanze, eine rote Pflanze und eine lilane Pflanze. Wenn nur einer, der klein und flink ist, sie für mich holen könnte. Keine Ahnung, wo ich hier die Pflanzen herbekommen könnte. Malu. Kennst du zufällig den Ingo? Von Gronk. Von. Wie ist das Spiel Green Hell? Mir ist langweilig. Tante Clementine hat hier früher Unterricht gegeben. Wir haben eine Menge cooler Sachen gelernt. Da ist Farbe. Ich will da rüber. Farbe umschubsen. Nee, runter will ich jetzt absolut gar nicht. Sag mich, ich kann da nicht rüber. Ist ja skandalös. Oha. Da sieht es ja ziemlich unbelebt aus. Okay. Jetzt wohin lang? Hier geht's doch wieder mit Zugs los, oder nicht? Wenn wir hier reinkriechen. Sieht aber gar nicht mehr so hübsch aus.
Okay. Die kennen Zugs.